Mit der Ausstellung Gewitzt, Gewagt, Gezeichnet zeigen wir seit 1977 eine der ersten großen Ausstellungen in Deutschland zu der politisch-satirischen Wochenzeitschrift Der Simplicissimus. Wir zeigen hier ja ganz wunderbare originale Blätter und originale Zeichnungen. Und beim Auspacken der Exponate war ich nicht nur überrascht über den Humor und den zeitlosen Spott, sondern auch über die Aktualität der politischen Themen, die die Künstlerinnen und Künstler vor rund 120, 125 Jahren aufgegriffen haben und die bis heute virulent sind. Der Simplicissimus, in München gegründet von Albert Langen 1896, ist das Satireblatt schlechthin. Es hat die Kaiserzeit wie kein anderes Blatt, wie kein anderes Medium illustriert. Die Zeit von der Gründung des Simplicissimus bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs kann man auch als goldenes Zeitalter des Simplicissimus bezeichnen. Denn da entstanden die kritischsten, die schärfsten, die pointiertesten Karikaturen. Es ist das wilhelminische Zeitalter, das Zeitalter von Kaiser Wilhelm II. Und er und seine ganze Entourage wird sozusagen auf die Schippe genommen. Das ist er, das ist aber auch der König in Bayern, ja, der oft dargestellt wird in Karikaturen. Es ist das Militär und vor allem die Chorstudenten, die man aus München kennt. Und sozusagen der Dritte im Bunde, das ist die Kirche. Unter dem Titel Die Eleganten ist eine Reihe von Künstlern zusammengefasst, die sich den schönen und eleganten Frauendarstellungen gewidmet hat. Wie zum Beispiel hier das Blatt Bal Paré von Brynolf Wennerberg. Wie man an diesem Blatt sieht, hat der Künstler die Fehler, die er während des Ausführens des Blattes gemacht hat, mit Deckweiß übermalt. Und diese Stellen werden wir dann später im Zeitschriftendruck nicht mehr sehen. Sie machen aber, finde ich, den ganz besonderen Reiz des Originals aus. Gar nicht elegant, sondern ausdrucksstark und äußerst sozialkritisch sind die Werke von Käthe Kollwitz, die wir hier in der Ausstellung sehen. Man mag sich fragen, was eine so sozialkritische Künstlerin zu suchen hat in einem Satireblatt, in einem Witzblatt. Denn diese Sachen, wie man hier sieht, die sind nicht witzig. Die gehen einem wirklich ans Herz, die ergreifen einen emotional. Aber das sollte eben auch sein. Albert Langen, der Verleger des Simplicissimus, dem war es auch wichtig, wirklich Kunst zu zeigen. Er hat es wirklich geschafft, alle großen Künstler und auch Künstlerinnen dieser Zeit für sein Witzblatt zu engagieren. Sehr schön ist hier auch exemplarisch zu sehen, wie bestimmte Motive immer wieder aufgenommen werden über die Zeit. Wie zum Beispiel eben hier Thomas Theodor Heine, eine Karikatur, an der wir zwei Personen sehen, die an einer Weggabelung stehen, ein Gendarm und ein Arbeiter. Und dem Arbeiter werden die zwei Wege, die er hat, dargelegt. Einmal geht es in die Fabrik und wenn er da nicht arbeitet, dann gibt es eigentlich nur noch einen alternativen Weg ins Zuchthaus sozusagen. Der Simplicissimus wurde 1944 wegen Papiermangel eingestellt. Natürlich nur ein vorgeschobener Grund, denn tatsächlich gab es nichts mehr, worüber man hätte eine Karikatur machen können. Nichtsdestotrotz, wir zeigen hier die Originale, die Originalvorzeichnungen für diese Drucksachen. Und es ist wunderschön zu sehen, wie sich eben diese Originale in Farbqualität, in Intensität und in Originalität von den Drucken unterscheiden. Seien Sie herzlich eingeladen, sich darüber selber ein Bild zu machen.